Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sighard Grabichler, ich bin Chefredakteur der Bezirksblätter Tirol und ich darf Sie im Namen des Minimed-Studiums und der Bezirksblätter Tirol ganz herzlich zum heutigen Minimed-Webinar mit dem Thema der gesunde und gestörte Schlaf herzlich willkommen heißen. Als Referentin begrüße ich Frau Oberärztin Dr. Elisabeth Brandauer von der Universitätsklinik für Neurologie am Landeskrankenhaus in Innsbruck. Und wie alle Minimed-Referenten und Referentinnen trägt sie ehrenamtlich vor. Vielen herzlichen Dank dafür. Ein weiterer Dank geht auch an unsere Partner der österreichischen Gesundheitskasse, dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck sowie den Tirol-Kliniken. Zum Ablauf des Webinars möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir vorab Fragen gesammelt haben, welche nach dem Vortrag von Frau Dr. Brandauer beantwortet werden. Nun möchte ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen, wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und übergebe das Wort an Frau Dr. Brandauer. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, im Rahmen des Minimed-Studiums über gesunden und gestörten Schlaf berichten zu können. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über Schlaf und die wichtigsten Schlafstörungen geben. Es ist ein großes Kapitel, darum, wie gesagt, kann es eigentlich nur ein Überblick dann sein. Wir fangen gleich an. Was ist Schlaf eigentlich? Schlaf kann man so als Ruhezustand des Körpers bezeichnen. Eine Unterscheidung zur Bewusstlosigkeit ist, dass man aus dem Schlaf geweckt werden kann. Normalerweise schlafen wir mit geschlossenen Augen. Bei manchen Tieren im Tierreich ist es so, dass die mit offenen Augen schlafen können, insbesondere die Tiere, die keine Augenlider haben. Manche Tiere schlafen auch nur mit einer Hirnhälfte. Hier sehen wir zwei Abbildungen, wie das Gehirn ausschaut im Schlafzustand. Hier sehen wir, dass im Schlaf insbesondere der Hirnstamm aktiv ist und das basale Stirnhirn. Und im Wachen sind dann das Mittelhirn besonders aktiv, aber insbesondere auch das Großhirn. Warum schlafen wir überhaupt? Das ist eine gute Frage. Da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Was man bis jetzt aber eigentlich ganz gut weiß, ist, dass man schläft, weil man sich regenerieren muss. Die Körperfunktionen, der Stoffwechsel muss sich regenerieren. Es kommt im Schlaf auch zu einer Abspeicherung von Gedächtnisinhalten. Und ganz wichtig, im Traum kommt es zu einer Verarbeitung von emotionalen Inhalten. Wie viel Schlaf braucht man? Da gibt es eine Empfehlung der National Sleep Foundation, die sagen, 7 bis 9 Stunden, Frauen brauchen etwas mehr als Männer. Es hat eine Befragung gegeben von einer unserer ehemaligen Mitarbeiterinnen, wo 1000 Österreicher befragt worden sind und man sieht, dass die durchschnittliche Schlafdauer hier in etwa bei 7 Stunden liegt. Insbesondere in den 60er Jahren hat es Versuche gegeben, was passiert eben, wenn man nicht schläft oder beziehungsweise wie lange kann man eigentlich nicht schlafen. Und da hat man gesehen, dass die Rekordwachbleibezeit beim Menschen 11 Tage ist. Ab dann geht es dann nicht mehr. Dann schläft man entweder oder im Tierversuch haben wir auch gesehen, dass die Tiere dann sterben würden. Was passiert, wenn man eben zu wenig schläft? Es hat Auswirkungen auf Konzentration, auf Gedächtnis, Auswirkungen auf das Immunsystem, Auswirkungen auf Stoffwechsel und Hormonfunktionen. Auch da hat man wieder verschiedene Untersuchungen dazu gemacht. Zum Beispiel bei Konzentration und Gedächtnis haben wir gesehen, dass nach 24 Stunden Schlafentzug die Konzentration nachlässt, dass man hastigere Entscheidungen trifft. Also nicht langsam entscheidet, sondern einfach hastig entscheidet. Bezüglich der Auswirkungen aufs Immunsystem hat man junge Männer untersucht, mit einer Grippeimpfung, die hat man zuvor länger schlafen lassen und manche hat man eben kürzer schlafen lassen. Und da hat man eben gesehen, dass der Impftiter bei den länger Schlafenden höher war als bei den Kurzschläfern. Bezüglich Stoffwechselfunktionen hat man eine Untersuchung mit dem Morgenzuckerspiegel gemacht und hier hat man gesehen, dass eben der umso höher ist, je weniger die Probanden zuvor geschlafen haben. Der normale Schlaf im Schlaflabor schaut so aus. Das ist ein
eine 30-Sekunden-Ausschnitt aus einem Schlaf. Und wir brauchen jetzt, um zu schauen, ob der Mensch schläft oder wach ist, drei Sachen, und zwar hier die Augenbewegungen, hier die Messung der Hirnstromkurve und hier die Messung der Muskelspannung im Bereich der Kinnmuskulatur. Und wenn man diese drei Sachen hat, dann kann man die Schlafstadien unterscheiden. Auf der ersten Folie ist hier ein Wachzustand. Hier sieht man, dass die Hirnstromkurve Wachaktivität zeigt. Und wenn man einschläft, kommt es eben zum Auftreten von langsameren Wellen und die Augenbewegungen werden auch langsam rollend, sogenannte Slow Eye Movements. Dann kommt man in das Schlafstadium 2. Hier sieht man ganz typisch das Auftreten von sogenannten K-Komplexen, das sind diese Wellen hier, und das Auftreten von sogenannten Schlafspindeln. Und in diesem Schlafstadium 2 verbringen wir eigentlich die meiste Zeit unseres Schlafes. Es geht dann weiter mit dem Tiefschlaf, mit dem sogenannten Slow Wave Sleep. Hier sieht man eben ganz im Gegensatz zu den anderen Bildern eine sehr hohe und langsame Hirnaktivität. Diese Bilder, was wir jetzt gesehen haben, das Schlafstadium 1, 2 und 3, also das Slow Wave Sleep, die bilden den sogenannten Non-REM-Schlaf. Und im Gegensatz dazu steht der REM-Schlaf, der Traumschlaf. Der ist eingestreut im Schlafzyklus und man sieht, der ist gekennzeichnet durch sehr schnelle Augenbewegungen. Das ist hier dort das Zackige. Die Hirnstromaktivität erinnert eigentlich an das Leichtschlafstadium. Und ganz wichtig auch, die Muskelaktivität im Bereich des Kinnes ist ganz herabgesetzt. Wenn man das jetzt, diese 30 Sekunden Schlaf jeweils einem Schlafstadium zuordnet und dann über die gesamte Nacht aufzeichnet, dann erhält man ein sogenanntes Hypnogramm. Das ist eine Aufzeichnung des Schlafverlaufes über die ganze Nacht. Und hier sehen wir eben, dass man zuerst wach ist und dann eben einschläft, in den Tiefschlaf kommt, dann folgt eine Traumschlafphase. Und das geht so in 4 bis 5 Schlafzyklen über die ganze Nacht dahin. Der Tiefschlaf nimmt im Laufe der Nacht ab, der Traumschlaf nimmt normalerweise zu. Und von der Schlafstadienverteilung sehen wir eben am meisten das Schlafstadium 2 vorherrschend, das Schlafstadium 3 mit den 20%, also der Tiefschlaf, ist eher bei den jungen Menschen so in dem Prozentsatz zu sehen und der Traumschlaf in etwa bei 20 bis 25%. Jetzt kommen wir schon zum gestörten Schlaf. Es gibt die internationale Klassifikation der Schlafstörungen und das ist ein dickes Buch, das alle Schlafstörungen aufzeichnet und auch charakterisiert. Hier sehen wir alle diese Schlafstörungen. Das ist jetzt eine lange Liste und wir können uns natürlich jetzt im Rahmen dieses Vortrags nicht mit allen diesen Schlafstörungen beschäftigen. Es gibt 6 Hauptgruppen von Schlafstörungen. Das sind einmal die Insomnien, das sind diese Schlafstörungen, wo man eben schwer einschläft, durchschläft. Die zweite Gruppe sind die schlafbezogenen Atmungsstörungen. Die dritte Gruppe, die Hypersomnien, das sind diese Schlafstörungen, wo man eben zu viel schläft. Dann gibt es die zirkadianen Schlaf-Wachrhythmusstörungen. Das sind Störungen, wo es zu einer Verschiebung von Tag-Nacht kommt. Als fünfte Gruppe die Parasomnien. Das ist eine Gruppe, wo es eben zu seltsamen Verhaltensweisen im Schlaf kommt. Und die sechste Gruppe die schlafbezogenen Bewegungsstörungen, wo zum Beispiel die unruhigen Beine dazugehören. Dann gibt es als Nebengruppe dann die anderen Schlafstörungen und dann auch noch sogenannte isolierte Symptome, wie zum Beispiel das Schnarchen, Normvarianten und ungelöste Probleme. Das sind die, wo sich die Experten nicht einig werden konnten, in welche Gruppe die eigentlich gehören. Wer gehört ins Schlaflabor? Also wann soll man ins Schlaflabor kommen? Das ist zu empfehlen bei chronischer Schlaflosigkeit, also wenn Schlaflosigkeit über längere Zeit geht.
wenn man untertags sehr müde ist oder auch insgesamt zu viel schläft, wenn es zu nächtlichen Atempausen kommt oder zu lautem Schnarchen verbunden mit Tagesmüdigkeit, wenn man im Erwachsenenalter schlafwandelt oder sich beim Träumen bewegt zum Beispiel, wenn es eben zu diesen unruhigen Beinen kommt oder bei extremen Nacht- oder Morgenmenschen. Was passiert im Schlaflabor? Als allererstes wird man einmal genau befragt über die Art der Beschwerden und dann wird man vielleicht aufgefordert, Fragebögen zu beantworten, die insbesondere eben je nach Art der Schlafstörung dann gestaltet sind oder eben so ein Schlaftagebuch zum Beispiel auszufüllen, wo man dann sagt, wann ist man ins Bett gegangen, wie lange hat es gedauert, bis man einschläft und so weiter. Dann haben wir natürlich im Schlaflabor auch viele Apparate, wo man den Schlaf untersuchen kann. Eine Möglichkeit, das zu Hause zu untersuchen im Schlaf, ist die sogenannte kardiorespiratorische Polygraphie. Das ist ein Apparat, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie sowas ausschauen kann, der aufzeichnet die Sauerstoffsättigung, der aufzeichnet die Atembewegungen, der auch Schnarchen aufnimmt. Und mit dem kann man insbesondere eben nächtliche Atmungsstörungen gut anschauen. Hier sehen wir so ein Bild dazu, wo man sieht hier die Sauerstoffsättigung, die verläuft da gut, da passt alles gut. Und dann kommt es plötzlich zu einer Phase, wo es zu leichten Abfällen der Sauerstoffsättigung kommt. Und hier sieht man auch im Bereich der Atembewegungen, dass da eine Lichtung des Musters ist. Und da kann man eben sehen, dass in dieser Phase Atempausen auftreten. Als weitere apparative Diagnostik, die man zu Hause durchführen kann, gibt es die Aktigraphie. Das ist so ein Gerät, das ausschaut wie eine Armbanduhr, hier ein etwas älteres Modell. Das zeichnet nur Bewegungen auf. Und je nachdem, wie man dieses Bewegungszeitfenster einstellt, zum Beispiel über 14 Tage, kann man nachher eine Aufzeichnung bekommen, zum Beispiel über den Schlaf-Wach-Rhythmus über 14 Tage. Hier wäre eben die Nacht, also hier sieht man, da ist Schlaf. Und bei viel Aktivität ist Tag. Natürlich können auch bei gewissen Bewegungsstörungen hier in der Nacht vermehrte Aktivität aufgezeichnet werden. Unsere wichtigste apparative Diagnostik ist die Polysomnographie, die Untersuchung im Schlaflabor. Hier werden verschiedenste Messfühler angelegt, eben die Gehirnstromkurve, wie wir es gesehen haben, Augenbewegungen, Muskelbewegungen im Bereich des Kinnes, auch im Bereich des Armes und der Beine, die Atembewegungen, ein EKG. Hier sieht man zum Beispiel, wie diese Elektroden am Kopf befestigt sind, beziehungsweise am Bein. Dieses Bild kennen wir schon, also hier diese Kurve kommt heraus, wenn man mit all diesen Kabeln die Messwerte aufnimmt. Jetzt kommen wir schon zu den wichtigsten Schlafstörungen und ihren Hauptmerkmalen. Ich habe das jetzt eingeteilt in drei Gruppen. Zum einen die Schlafstörungen mit zu viel Schlafbedürfnis. Dazu gehören die schlafbezogenen Atmungsstörungen, eine Erkrankung, die Narkolepsie bezeichnet wird, das Schlafmangelsyndrom zum Beispiel, dann die Gruppe der Parasomnien, also der seltsamen Aktivitäten im Schlaf, mit den sogenannten Non-REM-Parasomnien, unter Anführungszeichen des Schlafwandeln und der sogenannten REM-Schlafverhaltensstörung. Und als dritte Gruppe die Schlafstörungen mit schlechtem Schlaf. Dazu gehören eben die unruhigen Beine, das Restless-Legs-Syndrom und die Insomnie, also der schlechte Schlaf mit einer Durchschlafstörung. Wir kommen jetzt gleich schon zur Gruppe der schlafbezogenen Atmungsstörungen. Da ist als häufigstes das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom zu erwähnen. Das entsteht dadurch, wenn es zu einer Enge im Bereich des Rachenraums kommt. Hier sieht man zum Beispiel, wie das aufgezeichnet wird mit dem Malampati-Score. Wenn man hier hineinschaut, sieht man, da geht genug Luft durch in die Atemwege. Und wenn jetzt zum Beispiel es zu einer Vergrößerung der Gaumenmandeln kommt oder das Gaumensegel schlaff ist oder die Zunge sehr groß ist, dann kann das immer enger werden.
Und wenn das natürlich sehr eng ist, dann kann man sich vorstellen, dass da in der Nacht, wenn man sowieso im Liegen ist und die Zunge dann vielleicht noch weiter zurückfällt, das Ganze zugeht. Und durch das kommt es eben zu einem wiederholten Zusammenfallen der Atemwege des Schlafes. Es kommt zum gestörten Gasaustausch, es kommt zum Sauerstoffmangel. Und das Gehirn sagt dann, hallo, ich habe jetzt zu wenig Sauerstoff. Der Körper muss weiteratmen, bitte. Und der macht es auch. Das sehen wir eben hier, da ist die Atempause. Dann wird man kurz aufgeweckt und atmet weiter. Aber sobald man einschläft, ist wieder die nächste Atempause da. Dieses Aufwecken ist meistens nicht bewusst, sondern ist vielleicht auch nur von einem tieferen in ein leichteres Schlafstadium. Aber trotzdem kommt es durch diese ständigen Weckreaktionen eben zu einer ständigen Unterbrechung des Schlafes und dann nachfolgend kann man sich vorstellen, auch Müdigkeit untertags. Von den Symptomen her ist es eben so, dass die Bettpartner bemerken Schnarchen und Atempausen. Selber bemerkt man vielleicht, dass man häufiger wach wird durch Atemnot. Von der Häufigkeit ist es so, in etwa gibt es verschiedene Zahlen, kann man sagen 3-7% der erwachsenen Männer, etwas weniger der Frauen. Förderliche Faktoren für dieses Schlafapnoe-Syndrom ist eben Übergewicht. Es kommt im Alter mit zur Zunahme. Männer sind gefährdeter. Wenn man raucht oder Alkohol trinkt, ist es verstärkt. Aber auch in der Schwangerschaft zum Beispiel oder bei einer Schilddrüsenunterfunktion kann das vorkommen. Es gibt eine Einteilung des Schlafapnoe-Syndroms in leicht, mäßig und schwergradig. Das hängt ab von dem sogenannten AHI. Das ist der Apnoe-Hypopnoe-Index. Das heißt, die Anzahl der Atempausen pro Stunde Schlaf. Über 5 spricht man eben von einem leichtgradigen, 15 bis 30 von einem mäßiggradigen und über 30 von einem schwergradigen Schlafapnoe-Syndrom. Mögliche Folgen eines Schlafapnoe-Syndroms ist eben insbesondere die Tagesschläfrigkeit, die dann auch zu einer Einschränkung der Lebensqualität führt. Das Unfallrisiko ist erhöht, hat man gesehen. Es kann zu Gedächtnisstörungen kommen, depressiven Störungen. Und es gibt insbesondere auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und daher sollte man auch dieses obstruktive Schlafapnoe-Syndrom behandeln. Das einfache Schnarchen ist etwas, was deutlich häufiger vorkommt. Man kann es vielleicht auch also als Vorstufe eines Schlafapnoe-Syndroms sehen. Das ist so, dass in etwa 33% der Männer gibt es Zahlen Schnarchen und 19% der Frauen. An und für sich ist das Schnarchen ja nicht unbedingt ein Problem, eher für den Bettpartner, für einen selber nicht. Insbesondere dann, wenn man sehr stark schläft und der Bettpartner dann ein getrenntes Schlafzimmer beziehen muss. Es gibt vielleicht auch dann Beziehungsprobleme. Das macht das einfache Schnarchen eben dann nicht mehr so ganz einfach. Ob das einfache Schnarchen Auswirkungen hat auf Faktoren wie eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt es ein bisschen widersprüchliche Ergebnisse. Da muss man nur weiterschauen. Wie therapiert man jetzt das Schlafapnoe-Syndrom und auch Schnarchen? Als allererstes kann man natürlich allgemeine Methoden in Betracht ziehen. Ganz wichtig wäre hier die Gewichtsreduktion. Allerdings kann man jetzt nicht versprechen, wenn man jetzt Gewicht abnimmt, dass das Ganze weggeht. Es gibt auch schlanke Menschen, die ein Schlafapnoe-Syndrom haben. Und man muss auch immer rechnen, dass das doch sehr lange dauern kann, bis man genug Gewicht abgenommen hat. Wichtig das Einhalten von Schlafhygiene bzw. eben Vermeidung von Alkohol, von Schlafmitteln, am besten nicht rauchen. Man sollte einen regelmäßigen Schlafrhythmus haben. Und hier ist sicher die Schwierigkeit, man muss es eben auch umsetzen können, die Willensstärke. Bei Schlafapnoe-Syndromen, die hauptsächlich in der Rückenlage auftreten, was eigentlich doch immer wieder mal der Fall ist, oder sehr häufig der Fall ist, können auch ganz gut solche Rückenlagevermeidungswesten zum Beispiel helfen. Hier eine unserer Mitarbeiterinnen mit einem älteren Modell. Man sieht mit so einem Ding, was man sich umgeschnallt hat in der Nacht, kann man sie eben nicht gut auf den Rücken drehen. Es gibt dann auch andere Methoden von Halsbändern, Vibrationsbändern, also alles Mögliche, wo man schauen kann, dass man eben nicht am Rücken liegt. Manche Leute können das aber trotzdem nicht gut. Sie müssen am Rücken liegen, weil die Hüfte schmerzt oder die Schulter zum Beispiel schmerzt. Immer wieder ist auch die Frage, gibt es keine Tablette, was hilft gegen dieses Schlafapnoe-Syndrom? Und da muss man sagen, leider bisher nicht wirklich irgendein Medikament, das da helfen kann.
Zu den apparativen Methoden, hier ist das Wichtigste, was wir als Mittel zur Verfügung haben, die sogenannte Positivdrucktherapie. Das haben vielleicht schon einige von Ihnen auch gehört, sogenanntes CPAP-Gerät. CPAP heißt, dass ein kontinuierlicher positiver Druck ausgeübt wird, und es gibt auch dann noch andere Geräte. Hier sieht man bei dieser Abbildung, wie das funktioniert. Also hier sind die Atemwege frei, hier geht alles durch, und beim Schlafapnoe-Syndrom kommt es hier zu einer Verlegung, da geht dann nichts mehr durch, und durch diesen Überdruck, durch den positiven Druck, können diese Atemwege eben wieder quasi mechanisch offen gehalten werden. Und das funktioniert wirklich immer noch, seit es eingesetzt wird, am besten eigentlich zur Therapie des Schlafapnoe-Syndroms. Hier sieht man den Therapieeffekt im Schlaflabor. Also das ist jetzt vor der CPAP-Therapie. Hier sieht man, dass da ständige Unterbrechung des Schlafes drinnen ist. Und nach der Therapie sieht man, dass sich dieser Schlaf doch sehr gut erholt und auch wieder mehr Tiefschlafphasen auftreten zum Beispiel. Es gibt als weitere apparative Methode, die man hauptsächlich aber nur bei leicht bis mittelgradigen Schlafapnoe-Syndromen empfehlen kann, so Schnarchschienen, die man reingibt wie Zahnspangen in der Nacht und die das Unterkiefer nach vorne drücken, wie gesagt, einzusetzen bei leicht bis mittelgradigen Störungen oder wenn diese CPAP-Therapie zum Beispiel nicht funktioniert, weil man eben das nicht so gerne hat. Das mögen nicht alle Menschen gleich gerne. Es gibt auch operative Methoden, wo man jetzt die Nasenatmung zum Beispiel verbessern kann, was alleine eigentlich aber meistens nicht ausreichend ist zur Therapie des Schlafapnoe-Syndroms, wo man die Gaumenmandeln herausnehmen kann, das Gaumensegel kürzen kann zum Beispiel. Es gibt verschiedene Methoden oder auch bis zur Vorverlagerung zum Beispiel des Ober- oder des Unterkiefers. Eine etwas neuere Methode zur operativen Therapie ist der sogenannte Zungenschrittmacher. Das wird eingesetzt als wie ein Herzschrittmacher und ein Kabel ist da verbunden mit einem Zungennerv und es kommt dann in der Nacht, wenn der eingeschaltet ist, eben zu einer Vorverlagerung der Zunge und dadurch wird eben der Raum größer im Rachenraum und es kommt wieder genug Luft durch. Dieser kann eingesetzt werden, zum Beispiel eben, wenn das CPAP nicht angewendet werden kann. Ich möchte noch erwähnen, die zentralen Schlafapnoe-Syndrome, die sind Atempausen, die entstehen, wenn der Atemantrieb gestört ist, kann vorkommen bei Herzschwäche oder vielleicht kennt man das bei Schlaf in großen Höhen, beim Höhenbergsteigen oder auch einmal bei einer Übernachtung auf einer Hütte, auf einer höher gelegenen. Es kann auch eine Folge sein von Medikamenteneinnahmen, von schweren Schmerzmitteln zum Beispiel oder von Drogen oder bei der chronischen Nierenschwäche und bei neurologischen Erkrankungen. Die Symptome sind etwa gleich wie beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom. Und hier sehen wir so ein Muster, was da typisch ist, die sogenannte Jane-Stokes-Atmung mit einem Auf- und Abschwellen der Atmung. Wir kommen schon zur nächsten Erkrankung, die mit übermäßiger Tagesschläfrigkeit verbunden ist, die Narkolepsie. Das ist jetzt eine Erkrankung, die deutlich seltener ist, aber doch immer wieder mal vorkommen kann. So zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr beginnt, aber auch schon bei Kindern sein kann oder bei älteren Erwachsenen. Man unterscheidet da den Typ 1 und den Typ 2. Der Typ 1 unterscheidet sich, dass neben dieser übermäßigen Schläfrigkeit auch sogenannte Kataplexien auftreten. Das sind Zustände, wo es in emotionalen Situationen, zum Beispiel bei festem Lachen oder bei Ärger, zu einer Schwäche der Muskulatur kommt, wo man sieht, dass das Gesicht so zu zucken beginnt oder der Mensch auch so einsinken kann und zu Boden sinken kann und sich einmal kurz nicht mehr bewegen kann. Die Narkolepsie ist eine Erkrankung, die in den letzten Jahren sehr erforscht worden ist. Es kommt zu einem Untergang von sogenannten Hypopretinzellen. Das sieht man eben hier. Das sind Zellen, die eigentlich für die Wachheit dann zuständig sind und die gingen bei dieser Narkolepsie unter. Ursächlich Umgebungsfaktoren, Infekte zum Beispiel können auslösend sein oder auch Impfungen, genetische Faktoren und all das zusammen führt dann bei einigen Menschen eben zur Narkolepsie.
Man muss sagen, dass diese Narkolepsie eben eine lebenslange Erkrankung ist, aber die Symptomatik natürlich unterschiedlich auch stark ausgeprägt werden kann. Die einen sind weniger stark, andere sehr stark betroffen. Hat Konsequenzen eben für die Berufswahl. Man sollte vielleicht jetzt nicht einen Beruf wählen, wo man den ganzen Tag zum Beispiel vorm Computer sitzt und da eine erhöhte Einschlafneigung hat. Als Therapie bei der Narkolepsie kann man sich medikamentöse Therapien hat man zur Verfügung und wichtig auch, dass man regelmäßige Tagschlafepisoden einhält. Eine Sache ist, die bei uns sehr häufig ist, die zur Tagesschläfrigkeit führt, das ist das Schlafmangelsyndrom. Das erkennt nicht jeder eigentlich selber gleich, dass er unter dem leidet. Die Patienten beklagen sich über ausgeprägte Schläfrigkeit untertags. Sie können in der Früh schwer aufstehen, sie sind zu Mittag müde, sie versuchen am Wochenende mehr zu schlafen und das führt dann auch zu einer Verbesserung der Müdigkeit, wenn sie länger schlafen. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel wie hier nur sehr wenig schläft in der Nacht, nachher kommt es eben zu einem Schlafdefizit. Man sieht es auch hier in dieser Abbildung, je niedriger die durchschnittliche nächtliche Schlafdauer ist, umso höher ist das ungewollte Einnicken bei dieser Untersuchung zu sehen gewesen. Die nächste Gruppe, die wir behandeln wollen, sind die sogenannten Non-REM-Parasomnien. Das sind Störungen, die aus dem Tiefschlaf auftreten. Das Schlafwandeln ist eigentlich sicher das Bekannteste dabei. Es ist so, dass man eben aus dem Tiefschlaf durch irgendwas geweckt wird, durch einen äußeren oder inneren Weckreiz und man wird dabei eben nicht richtig wach. Das kann sein, dass sogenannte confusional arousals auftreten, sogenanntes verwirrtes Erwachen, also dass sie die Leute nicht auskennen, was sie jetzt tun, dass sie irgendwas reden zum Beispiel. Das kann aber dann auch sein, dass sie das Bett eben verlassen und schlafwandeln gehen. Oder was man besonders bei den Kindern kennt, ist eben der Pavor Nocturnus, der sogenannte Nachtschreck, wo die Kinder eben wie in Panik aufschreien und man sie als Elternteil überhaupt nicht mehr auskennt, was jetzt eigentlich los ist. Eine zweite Gruppe dabei sind die schlafbezogenen Essstörungen. Das ist so, dass man dann in der Nacht zum Beispiel zum Kühlschrank geht und insbesondere hochkalorische Nahrungsmittel, also viel Kohlenhydrate auch in sich hineinstopft oder Fett oder auch Lebensmittel zum Teil, die man jetzt nicht essen sollte, wie tiefgekühltes zum Beispiel. Und man erinnert sich aber am nächsten Tag eigentlich nicht mehr an diese Essattacken. Gesamt kann man sagen, dass typisch ist bei diesen Non-REM-Parasomnien, dass die Augen dann offen sind, dass man sich eben wenig oder gar nicht erinnert in der Früh. Wenn man versucht, den Menschen zu wecken, dann ist er verwirrt. Es sind mehrere Episoden in der Nacht möglich und es tritt eher in der ersten Nachthälfte auf, weil hier eben auch der Tiefschlaf vermehrt auftritt. Bei Kindern und Jugendlichen ist es sehr häufig, im Erwachsenenalter dann nicht mehr. Es kann fortbestehen von der Kindheit an ins Erwachsenenalter, aber auch neu auftreten. Es ist manchmal eine familiäre Häufung da. Und Auslöser können sein, zum Beispiel Stresssituationen, Infekte, Fieber, Alkohol oder auch gewisse Schlaftabletten. Was man tun muss, ist, weil insbesondere eben die Gefahr ist von Verletzungen, sprich Schlafwandler, der aus dem Fenster stürzt zum Beispiel, man muss die Schlafumgebung absichern. Man sollte Schlafhygiene einhalten, also ausreichend und regelmäßige Schlafzeiten. Es gibt auch in schlimmen Fällen Medikamente, die man einsetzen kann oder auch nicht-medikamentöse Therapieverfahren. Die nächste Schlafparasomnie, die ist die REM-Schlafverhaltensstörung, die kommt aus dem Traumschlaf heraus. Dabei kommt es zum Ausleben von Träumen, also insbesondere Kampf- und Abwehrträume können auftreten und man sieht dann, dass der Mensch, der im Traum normalerweise ganz ruhig im Bett liegt, hier anfängt auszuschlagen, auch vielleicht zu schreien oder zu sprechen, auch Lachen und Weinen wird beobachtet. Es kann bis zu Sturz aus dem Bett kommen. Die Augen sind dabei eher geschlossen
Und wenn man den Patienten dann aufweckt, dann ist er aber eigentlich orientiert, also er weiß genau, was er jetzt getan hat. Das sieht man hier jetzt nochmal mit einer Aufzeichnung des Traumschlafes. So sollte der normalerweise ausschauen. Und bei der Traumschlafverhaltensstörung sehen wir diese vermehrte Aktivität, wo man dann im Video diese Bewegungen dann sehen kann. Das Ganze ist jetzt auch nicht sehr häufig, in etwa 0,5% der Gesamtbevölkerung. Bei Menschen über 50 Jahren häufiger, bei Männern häufiger. Die Gefahr ist wieder von Selbst- und Fremdverletzung, also Sturz aus dem Bett zum Beispiel, oder auch, dass der Bettpartner gewürgt oder geschlagen wird zum Beispiel, kann passieren. Und eine weitere Bedeutung der REM-Schlafverhaltensstörung ist eben, dass es eben ein Vorbote sein kann für Erkrankungen wie zum Beispiel das Parkinson-Syndrom, kann aber auch bei anderen Erkrankungen wie bei der Narkolepsie zum Beispiel vorkommen. Wichtig ist wiederum die Absicherung der Schlafumgebung, eventuell getrennte Betten. Es gibt Medikamente, die man geben kann, weniger nicht-medikamentöse Therapieverfahren. Wir kommen zu den Erkrankungen mit zu wenig Schlaf. Da habe ich als erstes gewählt das sogenannte Restless-Legs-Syndrom, die unruhigen Beine. Das ist eine Erkrankung, die doch relativ häufig vorkommt, die vielleicht auch einige von Ihnen auch kennen werden. Und zwar sagt man, dass in etwa 5-10% der Bevölkerung in Europa darunter leidet, mit Krankheitswert etwa 2-3% der Bevölkerung. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Es kommt zu einem Anstieg mit dem Alter und es gibt auch familiäre Restless-Legs-Syndrome, die sind dann normalerweise schon im jüngeren Alter auftretend. Die Definition des Restless-Legs-Syndroms ist die, dass man eben einen Bewegungsdrang hat, meistens in den Beinen, können aber auch die Arme betroffen sein. Es kommt zu einer Verstärkung der Beschwerden in Ruhe und zu einer Verbesserung der Bewegungen, Verbesserung der Beschwerden durch Bewegung. Und es ist verteilt so, dass am Abend und in der Nacht die Beschwerden stärker sind als untertags. Häufiger ist dieses Restless-Legs-Syndrom zum Beispiel bei Eisenmangelzuständen. Es tritt in der Schwangerschaft auch gehäuft auf oder zum Beispiel bei Nierenerkrankungen. Normalerweise ist dieses Restless-Legs-Syndrom eine klinische Diagnose, also man kann die Diagnose gleich stellen, wenn man mit dem Patienten redet. Manchmal macht man aber auch eine Schlafalbauuntersuchung und da sieht man hier Folgendes, dass eben da sehr lange Wachzeiten sind, das ist alles wach. Und in diesen Wachzeiten sieht man eben, dass die Beine viel bewegt werden. Eine weitere Sache, die beim Restless-Legs-Syndrom gehäuft auftritt, sind sogenannte periodische Beinbewegungen. Das hier ist im Schlaf und die kommen da regelmäßig vor. Es sind vielleicht nur Zehenbewegungen, manchmal auch Beinbewegungen oder ganze Rumpfbewegungen. Wie gesagt, gehäuft beim Restless-Legs-Syndrom vorkommend, aber auch bei normalen Menschen. Die Ursache vom Restless-Legs-Syndrom wird diskutiert von genetischen Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Eisenstoffwechsel, weiß man, spielt eine Rolle. Dopaminstoffwechsel, auch Sauerstoffmangel, zum Beispiel, dass in großen Höhen dieses Restless-Legs-Syndrom verstärkt sein kann. Aber insgesamt muss man sagen, nach wie vor weiß man noch nicht ganz sicher, ganz genau, woher das eigentlich ganz sicher kommt. Man kann das Restless-Legs-Syndrom Gott sei Dank behandeln. Man sollte es aber nur dann behandeln, wenn es wirklich zu einer deutlichen Beeinträchtigung durch die Beschwerden kommt. Man kann, wenn es jetzt nicht jeden Tag auftritt, zum Beispiel auch Bedarfsmedikamente geben. Für die tägliche Behandlung gibt es verschiedene Medikamente. Man kann auch mechanische Maßnahmen einsetzen, zum Beispiel die Beine abreiben. Auch das kann helfen. Die Gefahr bei der Therapie, und darum sollte man natürlich das auch gut abwägen, ist, dass es zu einer sogenannten Augmentation kommen kann. Das heißt, dass es durch die Therapie selbst zu einer Verschlechterung der Beschwerden kommen kann. In letzter Zeit sehr gute Erfolge auch mit der Eisentherapie zu sehen. Die sollte eventuell jetzt nach den neueren Kriterien sogar für alle Patienten in Betracht gezogen werden. Jetzt als letzte Schlafstörung, die wir da jetzt behandeln wollen, die Insomnie, also das schlechte Ein- und Durchschlafen. Da unterscheidet man die chronische Insomnie und die Kurzzeitinsomnie.
Und zwar ist da die Dauer von 3 Monaten quasi das Kriterium, wie man das unterscheidet. Das Vollbild einer chronischen Insomnie ist etwa bei 10% der Bevölkerung zu sehen. Eine vorübergehende oder häufigere Schlafstörung mit dazwischen wieder Besserung gibt, sieht man aber bei sehr vielen Leuten. Frauen sind mehr betroffen als Männer. Auslöser können sein Stressfaktoren zum Beispiel oder auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, dass man sich eben sehr viel Sorgen macht um den Schlaf, um die Gesundheit, dass man eben, wenn man nicht schlafen kann, dann am nächsten Tag nicht leistungsfähig ist. Und je mehr man sich da Sorgen macht und Stress macht, umso schlechter funktioniert dann oft der Schlaf in der Nacht auch. Bei bestimmten Zusatzerkrankungen sind Schlafstörungen auch dann häufiger wie psychiatrischen Erkrankungen oder eben auch zum Beispiel beim Restless-Leg-Syndrom kann man eben schlecht schlafen. Die Kurzzeitinsomnien, also die kürzere Zeitdauern, sind häufig auch verbunden mit Lebenssituationen, die einen eben sehr belasten. Hier sieht man, wie das im Schlaflabor ausschaut. Eben erstens einmal, da braucht man mal länger, um einzuschlafen. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann gibt es auch längere Wachphasen in der Nacht oder beziehungsweise auch kürzere Wachphasen können auftreten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bilder. Wie behandelt man diese Insomnien jetzt? Das Ziel ist, das möglichst ohne Medikamente behandeln zu können, dass man mit nicht-medikamentöse Therapieverfahren einsetzt. Ganz wichtig dabei ist, dass man eben schaut, dass man diese Angst vor dem Nicht-Schlafen-Können wegnehmen kann, dass es zu einer positiven Assoziation der Schlafumgebung kommt. Das heißt, man sollte lernen, dass das Bett wieder nicht der Feind ist, wo man nicht schlafen kann, sondern dass das was Gutes ist, wenn man sich ins Bett legen kann. Es sollte mit Hilfe dieser Therapieverfahren auch versucht werden, diesen Erregungszustand, was man hat, also diese erhöhte Weckbarkeit und diese Nervosität, die beim Schlafen hindern, eben zu vermindern. Wichtig eben die Schlafhygiene. Man sollte schauen, dass man regelmäßig ins Bett geht, dass man regelmäßig schläft, dass man die Schlafumgebung anpasst, dass nicht zu viel Lärm, nicht zu viel Licht in der Schlafumgebung ist. Warme Füße sind wichtig, also mit kalten Füßen schläft man ganz schlecht. Und dann gibt es noch spezifische Verfahren, die man einsetzen kann im Rahmen einer sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie, wo man eben eine Verbesserung des Schlafes versucht zu erreichen. Wenn das alles nicht so gut hilft oder man zusätzlich was braucht, kann man auch Medikamente halt einsetzen. Ein Schlafmittel sollte man insbesondere dann geben, wenn es eben Zusatzerkrankungen auch gibt, wo eben organisch oder psychiatrisch bedingte Schlafstörungen vorliegen. Oder ein Schlafmittel auch einmal geben, um einen Teufelskreis im Rahmen einer chronischen Schlafstörung zu unterbrechen. Und die Auswahl des Schlafmittels muss man auch immer dann treffen, dass man schaut, wie ist die Art der Schlafstörung, schläft man eher schwer ein oder ist das Durchschlafen schlecht, dann wird man halt ein Schlafmittel wählen, das entweder länger oder kürzer wirkt. Und auch nach der Art der Nebenwirkungen natürlich aussuchen bei älteren Menschen, wird man vielleicht sich für was anderes entscheiden. Ein ideales Schlafmedikament sollte möglichst rasch wirksam sein, es sollte den Schlaf verbessern, es sollte das natürliche Schlafmuster nicht beeinträchtigen. Es sollte möglichst keine Nebenwirkungen haben, man sollte nicht abhängig davon werden. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man leider sagen, dieses perfekte Schlafmittel gibt es nach wie vor nicht, leider. Und damit komme ich eben schon zum Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit. Geschätzte Frau Dr. Brandauer, herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ich hätte noch ein paar Fragen vorbereitet. Oft hört man, dass 8 Stunden Schlaf optimal seien. Stimmt das wirklich? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine perfekte Schlafdauer? Also wie wir bereits im Vortrag gesehen haben, sind so eine Schlafdauer von 7 bis 9 Stunden eigentlich das Ideale. Es gibt aber auch Menschen, die eben kürzer und länger schlafen, die sogenannten Kurzschläfer oder Langschläfer. Auch das ist normal. Was nicht mehr normal ist, wenn es durch zu kurzen oder zu langen Schlaf zu einer Beeinträchtigung in der Tagesbefindlichkeit kommt.
Also wenn man müde ist untertags, dann kann man damit rechnen, dass man eigentlich zu wenig geschlafen hat. Es gibt verschiedene Schlafstörungen, die Auslöser dafür sind höchst unterschiedlich. Gibt es dennoch ein allgemeingültiges Hausmittel gegen Schlafstörungen? Was man immer machen kann oder immer soll, das heißt, ob man jetzt eine Schlafstörung hat oder keine Schlafstörung, man sollte schauen, dass man eine gute Schlafhygiene einhält. Das ist eben, dass man zu regelmäßigen Zeiten, wenn möglich, es ist nicht für alle Leute möglich, zu Bett geht, zu regelmäßigen Zeiten aufsteht, ausreichend schläft und die Schlafumgebung eben ideal gestaltet. Beziehungsweise, dass man auch schaut, dass man halt am Abend nicht hungrig ins Bett geht zum Beispiel oder auch nicht mit vollem Magen. Also das sind einfach so allgemeine Sachen, die man einhalten kann. Ein paar Nächte schlecht oder nicht ausreichend zu schlafen, kommt bei vielen Menschen hin und wieder vor. Ab wann sollte man einen Arzt aufsuchen? Wenn es eben natürlich zu einer länger dauernden Schlafstörung kommt, also wenn man längere Zeit schlecht ein- und durchschläft, beziehungsweise kann es eben auch hilfreich sein, gerade in persönlichen Belastungssituationen, wenn es jetzt einmal kurzzeitig auch nur zu schlechtem Schlaf kommt, eben vorübergehend einmal zum Beispiel ein Schlafmittel vom Hausarzt oder so verschrieben zu bekommen. Ausreichender und gesunder Schlaf ist nicht nur für unser psychisches, sondern auch für das physische Wohlbefinden wichtig. Gibt es schon Erfahrungsberichte, ob aufgrund der Covid-19-Pandemie Schlafstörungen zugenommen haben? Ja, da gibt es im letzten Jahr eigentlich sehr viele Berichte schon aus der ganzen Welt, muss man sagen, wo das auch untersucht worden ist, wo man einerseits doch gesehen hat, dass im Rahmen dieser ganzen Belastungssituation durch diese Covid-19-Sache da es zu schlechterem Schlaf kommt bei den Leuten. Andererseits hat man aber auch gesehen, dass durch diese Lockdown-Maßnahmen oder durchs Homeoffice die Leute zum Teil auch Zeit gehabt haben, mehr zu schlafen. Also das war auch wieder was Positives zum Teil dabei. Und dann muss man sagen, dass Erkrankte, also Covid-19-Erkrankte, doch auch, dass man gesehen hat, dass die dann zum Teil auch längerfristig unter Schlafstörungen leiden können. Das ist zum Teil zu sehen bei denen, die sehr schwer erkrankt waren, die auf Intensivstationen gelegen sind, die danach eben doch auch ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt haben und deswegen auch schlecht schlafen können. Aber auch bei Leuten, die es jetzt nicht so schwer gehabt haben, sieht man, dass danach doch jetzt häufig auch weiterhin noch Schlafstörungen bestehen. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Vortrag und Ihre Zeit. Liebe Minimed-Zuseher und Zuseherinnen, wenn Sie über unsere Webinare oder aktuelle Gesundheitsthemen informiert werden möchten, stehen auf www.minimed.at unsere Newsletter zur Verfügung. Für den Minimed-Veranstaltungs-Newsletter als bevorzugte Region Webinar auswählen und Sie erhalten laufend die Termine zugesendet. Für die Gesundheitsthemen haken Sie einfach den allgemeinen Minimed-Newsletter an. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Minimed-Webinar wieder mit dabei sind. Alles Gute und auf Wiedersehen.